Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kunterbunten Vlog hier aus Düsseldorf. Die Vivi ist schon komplett weg, du bist schon auf der Rheinkirmes, oder? Ich bin schon fast auf der Rheinkirmes, aber wir haben irgendwie ein bisschen weit weg geparkt, eine halbe Stunde entfernt. Wir dachten was so, soll ich tun für kostenlose Parkplätze? Wir dachten so, oh, nehmen wir einen kostenlosen Parkplatz, aber jetzt müssen wir so lange laufen, dass wir uns nachher bestimmt ein Taxi rufen, um zum Auto zu kommen. Also wir haben im Endeffekt nichts gespart. Düsseldorfer Rheinkirmes fängt heute an und ihr habt Bock auf ein 100-Euro-Video und wir dachten uns, das machen wir doch. Diesmal drehen wir den Spieß um. Ich darf die 100 Euro ausgeben. Genau, und ich filme. Und Vivi ist die Kamerafrau an dem Tag. Und da hinten ist schon die Kirmes. 14 Uhr geht's los. Und dann geht's für uns heute Abend noch nach Rust. Weil? Ja, weil nämlich morgen die Sommernachtsparty im Europapark ist und ja, da geht's gleich noch hin. Das war ein schneller Besuch in der Düsseldorfer oder auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Ich bin tatsächlich relativ weit gekommen mit den 100 Euro. Ja, noch ein bisschen was übrig geblieben. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen Stress und weil jetzt müssen wir relativ schnell nach Rust, weil wir müssen, Vivi meinte, wir müssen um 23 Uhr einchecken. Ja. Spätestens. Aber ich hoffe, dass wir auch nach 23 Uhr noch reinkommen. Und dann geht's morgen Richtung Sommernachtsparty im Europapark. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. So cool, hoffentlich. Aber das Wetter soll ja richtig heiß, 37 Grad werden. Aber dann soll es auch irgendwie Gewitter und Regen und Unwetter geben nachmittags. Wir sind gespannt. Ja, Düsseldorf war ganz schön. Gibt auf jeden Fall einige Fahrgeschäfte, aber die Preise haben tatsächlich ordentlich angezogen. Wir haben ja schon lange keine Videos mehr von Kirmesplätzen gemacht, nachdem ich irgendwie für einen Breakdancer in Hannover 5 Euro bezahlt habe. Und das war hier auch das teuerste Fahrgeschäft, war so ein Booster. Für 9 Euro, das war schon heftig, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war ordentlich. Ich glaube, das war das teuerste Fahrgeschäft, ne, was du jetzt hier hattest. Schaut gerne mal unten vorbei, da ist das Video verlinkt, das komplette Video aus Düsseldorf. Und jetzt geht's ab in den Europapark. Ja. Von Düsseldorf mittlerweile hier in Rust, oder um genau zu sein, sind wir aktuell hier in Ringsheim am Start. Wir sind hier in Sleep and Dream oder Sleep and Spa hieß das, glaube ich, damals und wurde dann umgeändert in Sleep and Dream. Und ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Und auch ein sehr, sehr bequemes Bett und eine Klimaanlage. Deswegen haben wir uns das Hotel auch ausgesucht. Und falls ihr darüber ein komplettes Video sehen wollt, es gibt tatsächlich auch ein Video über das Hotel hier. Verlinken wir euch unten mal in der Videobeschreibung. Etwas älteres Video. Für uns geht es jetzt ins Bettchen. Wir ruhen uns ein bisschen aus. Hier ist schon total das Chaos ausgebrochen. Aber ich denke, dass wir das Chaos nachher in den Griff kriegen werden. Und dann sind wir heute hier eine Nacht und danach geht es uns schon direkt in den Europapark zum El Andalus. Wir sind am El Andalus angekommen, haben tatsächlich auch schon eingecheckt und man kennt es ja, 15.30 Uhr garantierter Check-in. Wir werden später auch in den Pool springen auf jeden Fall, weil es ist ordentlich warm, aber für uns geht es jetzt tatsächlich erstmal in den Park. Wir sind viele, viele liebe Freunde am Start. Ja. Daniel, Brina, Simone und noch viel mehr. Sven ist auch am Start. Mal schauen, wo die sich rumtreiben und die suchen wir gleich mal. Und dann wird es, glaube ich, ein cooler Tag heute. Ja. Wir sind mittlerweile hier im Europapark drin und haben uns schon früh versorgt mit frischem Obst. Es gibt wieder frisches Ananas und hier im Pina Colada, welche am Start. Daniel ist am Start, Moni Maus ist am Start, der liebe Björn ist auch am Start. Du hast hier auch so einen leckeren Becher, darf ja, ich mal? Das also, ja, das ist ja sehr gerne noch. Ja, natürlich. Oh, oh, lecker, du. Unfassbar, gell? Ja. Und wie schmeckt es dir? Ich finde es sehr lecker. Die Ananas bin ich noch nicht ganz rangekommen, aber Kokos frisch, alles frisch gemacht. Ja, richtige Empfehlung. Musst du mal shaken wie so ein Pina Colada Cocktail, dann vermischt sich das auch besser. Ja, das glaube ich auch, ja. Wir haben gerade den Park verlassen und werden jetzt gleich einchecken. Aber bevor wir einchecken, gehen wir noch an den Pool, haben uns noch einen Bademäntel abgeholt und dann geht es erstmal schön schwimmen, abkühlen. Vom Pool hier im El Andalus, jetzt sind wir im Zimmer drin, konnten kurz vor knapp aufs Zimmer drauf und haben uns tatsächlich ein bisschen fresh gemacht. Für uns geht es jetzt direkt wieder in den Park hinein, aber über die Sommernachtsparty machen wir tatsächlich auch noch ein komplett separates Video. Und da könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen und ich glaube, wir melden uns auf jeden Fall morgen wieder. Ja, machen wir. Morgen haben wir noch ein Q&A und dann gehen wir in den Pool. Dann gehen wir in den Pool und dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen so anstehen. Wir sind ein bisschen ruhiger, oder? Ungeplant diesmal. Ja, ja, ja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. So, ein neuer Tag ist angebrochen, die Sommernachtsparty ist vorbei. Komplettes Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im letzten Jahr hat es uns tatsächlich ein bisschen besser gefallen, ja, oder? Ja, irgendwie hatte das gewisse Extra, also etwas gefehlt,
war zwar ganz cool auch mit der Science Disco Open Air, aber wenn es halt anfängt zu regnen, ist halt ein bisschen doof. Ja, hätte man irgendwie noch ein Zelt oder irgendwie auch nach drinnen verlegen können, so ja, als Notlösung. Wettertechnisch war echt nicht so nice. Es war zu warm für Feuerwerk und es war zu nass für eine Silent Disco. Ach, schwierig, schwierig. Aber dennoch war es ein sehr, sehr schöner Abend. Ja, es war eine sehr, sehr lange Parköffnung, halt bis 0 Uhr. Und fast noch, alle Attraktionen sind gefahren. Und auch wieder eine wunderschöne Atmosphäre. Also muss man auch dazu sagen. Ne? Also das war wieder hey, das ist ja eh, gerade so in den Sommermonaten, so eine lange Parköffnung. Da hast du so einen schönen, warmen, so lauen Sommerabend durch den Freizeitpark. Das ist ja auch schon ein Highlight. Ja, auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt gerade noch schnell in die Bar. Da sitzt der liebe Daniel. Und der Sven. Und die wollen irgendwas von uns. Wir wissen nicht was. Hoffentlich waren wir lieb zu denen gestern. Wir sind jetzt mittlerweile hier im El Cirque in der Bar El Andalus und im Hotel El Andalus in der Bar und haben uns hier schöne, frische Limonaden geholt. Und der ganze Rest vom Schützenfest ist hier auch am Start. Schützenfest. Und der Daniel ist auch am Start. Du hast irgendwelche Fragen. Ich würde jetzt, wir sind extra für dich. Wir wollten eigentlich in den Europapark gehen. Wir sind nicht so Grenzgänger, dass wir jetzt hier einfach so, ja, genau. Dass ja, ihr nicht reinkommen könnt. Wir kommen ja da nicht rein. Weil du die Jahreskarte nicht hast. Essen noch im Europapark. Das ist ja die Frage. Ach so. Oh ja, kaufst du dir? Was für eine Frage habt ihr denn? So, wir sind jetzt im Europapark drinne und ja, vielleicht, wenn alles gut geht, kauft sich der Daniel gerade eine Jahreskarte. Ja, Daniel, Sven und Simone, finde ich cool. Ja, die haben es auf jeden Fall, die hat halt die Frage, ob man sich das Tagesticket anrechnen lassen kann. Und hätten sie es halt gestern gebucht, auf jeden Fall. Das funktioniert ja an der Information am Turm. Aber die Frage ist, ob der Park jetzt so kulant ist, ob sie das Ticket von gestern auch noch anrechnen lassen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ja, wäre auf jeden Fall total cool. Weil dann, ja, ne, dann hätten die halt auch noch mal einen Park hier in der Nähe in Deutschland. Die wohnen ja auch nicht so weit weg vom Europapark. Und ja, das wäre, können wir die immer öfters sehen, oder Kevin? Ja, du, hier ist es auch schön. Ja. Hier stand, kann mir gerade keine Hand geben. Sehr schön. Ja, so schnell wendet sich das Blatt. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Eure Eintrittskarten wurden angerechnet von gestern. Sehr kulant vom Park. Sehr kulant, also wirklich sehr, sehr nett. Wir haben gesagt, wir waren gestern hier und es hat uns so gut gefallen. Schon ein paar Mal jetzt im Jahr und wir haben uns jetzt für eine Karte entschieden. Kann man die noch anrechnen von gestern? Ne? Und da hat er nur so ein bisschen gegrinst und hat gesagt, ja. Hab die Karten dabei und da war es überhaupt gar kein Problem. Also super nett, sehr, sehr zuvorkommend, finde ich. Und ja, jetzt müssen wir Karten besitzen. Das heißt, wir sehen uns jetzt heute im Europapark, oder? Scheiße, ne? Oh. Ja, weil ihr kommt ja nicht nach Disneyland, da müssen wir jetzt hierher kommen. Oh. Ja, vielleicht kommen wir nochmal nach Disneyland irgendwann. Du hast ja noch Freundestickets, oder? Nee, die gibt's nicht mehr. Ja, das ist ärmer, oder? Wer hätte das gedacht? So, ich glaube, die sind jetzt alle sehr glücklich, dass sie sich doch für die Jahreskarte entschieden haben. Man ist ja auch verständlich, ist ja auch eine schöne Jahreskarte. Und ja, wir werden jetzt gleich unser Q&A auf jeden Fall weiterdrehen. Aber ich meine, dafür, für so ein Ereignis des Tages, muss man das Q&A auf jeden Fall unterbrechen, weil man muss ja auch ein bisschen zusammen feiern, oder? Neue Jahreskarten. Ja. Tschüss! Wir sehen uns jetzt ein bisschen häufiger. Wir sind jetzt hier im Innenhof von Tommy Ungerer und es ist wirklich sehr, sehr idyllisch und sehr ruhig hier. Ich kann auch mal ein bisschen runterkommen und bestellen uns jetzt gleich einen leckeren Salat. Wir haben jetzt hier unser Essen bekommen. Es sieht wirklich sehr gut aus und freue ich mich sehr drauf. Und dann kommt jetzt die kleine Stärkung und dann geht's nachher weiter. Das Essen im Tommy Ungerer, der Salat war echt super lecker. Der Ort ist auch richtig schön, da kann man echt ein bisschen entspannen, relaxen. Ja. Ist sehr, sehr ruhig und es ist immer schön, wenn es so ruhige Orte gibt. Für uns war es das aber jetzt schon mit dem Besuch. Ja. Das Q&A haben wir gerade noch zu Ende gedreht. Die letzten Fragen haben wir hier im Hotel beantwortet. Findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Jetzt müssen wir noch 4,5 Stunden nach Hause fahren. Hoffentlich haben wir keinen Stau. Ja, dann schauen wir mal, ob wir im Turmerland das nächste Wochenende sind. Vielleicht da Summer Feelings sind am Start. Wo ich schon zu Kevin gesagt habe, nach nächstem Wochenende wieder Europapark. Aber ich glaube, wir machen es dann. Europapark nächste Woche wäre halt auch nice. Ah, naja. Schnick, schnack, schnuck. Man kann nicht alles haben. Ja. Wir sind schon wieder unterwegs, aber es geht für uns nicht Richtung Turmerland. Für uns geht es tatsächlich jetzt nochmal spontan Richtung Hamburg auf den Hamburger Dom. Und das soll es aber gewesen sein an dieser Stelle mit dem kunterbunten Vlog. Richtig krass, dass Daniel, Brina und Simone, also Brina hat ja eh schon die Jahreskarte und Sven jetzt eine Jahreskarte aus dem Europapark haben, dass sie es endlich getan haben und wir werden bestimmt noch ein cooles Jahr haben mit dem Europapark. Und das soll es auf jeden Fall gewesen sein, wenn ihr up to date sein wollt, was wir machen immer, dann schaut immer auf Instagram vorbei, wheelwwbing, dann seid ihr nämlich up to date. Danach das Wochenende geht es dann tatsächlich auch ins Toverland, das haben wir jetzt so ein bisschen verschoben Holiday Park Summer
Feelings, Summer Nights finden ja auch noch statt. Also euch jetzt einfach ganz viel Spaß auf YouTube und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video wieder oder auf Instagram. Bis dann, Henne. Tschüss.